Ho, 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 da sind wir wieder zurück beim Witcher und während sich hier die Leute von Hacker und die Stadtwache die Köpfe einhacken, haben wir viel Wichtigeres zu tun, nämlich wir sind auf Käsetour. Wir wollen herausbekommen, was bei dem Käsemagier schiefgelaufen ist und dazu müssen wir hier in Novigrad etwas über ein heruntergekommenes Anwesen herausfinden. Das wir ja schon besucht haben, wo wir aber das magische Portal nicht öffnen konnten. Ansonsten tragen wir unsere Schmucke neu. Oh, Moment mal, ein Mann von Hurensohn. Die haben es immer noch nicht gelernt, oder? Naja. Ja, komm. Ja, komm. Falschen markiert. Hopp. Au, ey, sag mal. Sie lernen es nicht, dass man mich nicht angreift. Der sieht aus wie so ein Druk. Aus Clockwork Orange. Achso, da hätte ich eh lang müssen. Wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Drukes der Tag. Sätze aus besseren Zeiten, als die Toten Hosen noch nicht die neuen bösen Onkels waren. Jetzt habe ich, glaube ich, zwei Fanlager beschädigt. Ganz so streng meine ich es auch nicht. Die neuen bösen Onkels sind natürlich freiwillig. Aber wenn man uns damals so einen Text vorgelegt hätte, wie von Tage wie dieser, dann wären wir uns nicht sicher gewesen, von wem der ist. Naja. Der weiß vielleicht was. Hi. Don't be shy now. Looking doesn't cost a thing. There's plenty to behold. This here is a collection of wonders that belong to the Mage Irimas. A once-in-a-lifetime opportunity. How do you get a hold of these? Never heard of a mage willingly parting with his treasures? No one asked Eremas's will. He was burned at the stake a fortnight ago. Strange they didn't burn his stuff with him. Witch hunters let you resell it just like that? Why wouldn't they? These are common goods, some valuable only as collectibles, perhaps. All right, I get it. These items aren't actually common. Rumor has it. Each is an enchanted key. Rumor happened to mention where to find the locks these keys open? Sadly, no. What if I knew, you could hardly expect me to sell them. Where did Eremas live? At a lovely residence south of Oxenford. Badly damaged now, as he made the hunters pay dearly for his skin. Show me what you have. Aha. Gut, jetzt müsste ich natürlich wissen, was der richtige Schlüssel ist. Trank der Leerung. Da könnte ich mich neu skillen. Muss ich nicht. Ich habe mich, glaube ich, ganz gut geskillt. Eine Eidechsenfigur. Eine Jadefigur. Ein alter Wein aus Toussaint. Und ein Buch. Die erstaunlichen Fälle der virtuosen Vega. Jetzt kann ich mir natürlich alle mal kaufen. Oder sind die anderen angeblich auch Schlüssel? Nee, natürlich nicht. Das ist ein typischer Standardkrempel. Das heißt, ich kaufe jetzt mal hier diese Spezialquests, oder? Spezialitems, oder? Naja, wieso nicht? Geld genug habe ich ja. Und dann hängen wir gleich eine Runde Gwent dran. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich Toten Hosen und Onkelsfans beleidigt. To matters less controversial, wouldn't mind playing a few rounds of Gwent. Werde ich gleich etwas reumütig. Tut mir leid.
Aber ich konnte den Wandel der Toten Hosen zu dem, was sie jetzt sind, Geld hin oder her, nicht verstehen. Aha, der hebt die Fähigkeit meines Anführers auf. Das ist ja mal fies. Nilfgaard, gegen die habe ich lange nicht mehr gekämpft. Gut. Das heißt, mir hilft auch die ganze Belagerung nicht so viel. Ein bisschen kann ich schon machen. Zwei Nahkämpfer, das heißt, vielleicht bringt mir das hier was. Ich habe keine Spione. Den tauschen wir mal aus. Wieder mehr Belagerung. Vielleicht bekomme ich ja noch Spione. Ja. Schauen wir mal. Und da kommt auch schon der erste. Werde ich mal versuchen, diese Runde hier zu gewinnen. Aha. Einen der Spione kann ich mir dann nachher auch schön schnappen wieder. Mit meiner Finte. Oh, jetzt passt er auch schon. Jetzt habe ich natürlich meine ganzen teuren Nahkämpfer verbraucht. Das war nicht so clever. Aber ich habe gehofft, dass er zumindest ein paar Kampfkarten auch spielt. Macht er aber nicht. Dafür hat er jetzt 4 Karten Vorsprung. Naja. Aber ich hole mir gleich auch noch 2 mit meinem Spion. Wenn er jetzt natürlich eine Finte hat, dann schnappt er sich die auch wieder zurück. Aber ich habe noch einen Spion. Der ist halt irgendwie ein bisschen geil. Das ist halt Spion und sehr, sehr guter Kämpfer gleichzeitig. Und dann die auch noch. Und dann mache ich dich nämlich in der Runde gleich noch platt, egal wie viele Punkte du hast. So, die spielen wir nachher mal. In der Zwischenzeit gehen wir erstmal so ein bisschen Punkte scheffeln. Aha, aha, aha. Der lustige Kanzler. Blöd, dass ich meine Anführerfähigkeit nicht habe, aber er hat ja seine dafür auch nicht mehr, weil er meinen damit platt gemacht hat. Aber dem seine Verteidigung, also die zweite und dritte Reihe, die sind schon auch ganz schön stark. Jetzt muss ich mir dann langsam mal überlegen, ob es denn überhaupt reicht. Notfalls kann ich mir mit der Finte noch eine starke Karte zurückholen. Und einen Spion habe ich noch im Ablagestapel. So, dann grillen wir ihn mal ihn hier weg. Ah, das macht er natürlich jetzt auch. Gut, dann machen wir mal unsere Angriffsreihe ein bisschen stärker. Es bringt nicht so viel. Jetzt müsste man es tatsächlich mal durchrechnen. Aber du hast jetzt gepasst. Das heißt, jetzt wird es Zeit für meine Frierreihe. Aber es reicht nicht.
Was mache ich jetzt? Gewinne ich die Runde noch, wenn ich mir den einen Spion zurückhole? Dann kriege ich noch 2 Karten. Ich brauche insgesamt schon noch 17 Punkte. Und mit der Finte könnte ich mir theoretisch auch noch was zurückholen. Aber was? Die eine... Ja, da liegt nur noch eine Karte. Ich meine, wie stark kann die schon sein? Ne, dann passe ich jetzt und gewinne aber die letzte Runde dann. Oh, halt, Moment. Erst muss ich mir die hier zurückholen. Die war teuer, die Runde. Aber immerhin habe ich noch eine Karte mehr. Mal schauen, was er jetzt noch auf Kasten hat. Naja, gut, die bringt jetzt nichts. Das war's, dann reicht's mir hier mit. Statuette of a man. Wasn't carved, but produced using magic. Shame I can't ask Triss about it. Ach, schade. Treffe ich denn Triss nochmal irgendwo? Das wäre sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob man die noch irgendwo mal wieder sieht. Zumindest für die Romantikoption wäre es ja echt noch ganz gut, oder habe ich da jetzt endgültig verschissen? Thanks for your help, Geralt. We'd not have nabbed the bastard elsewise. What do you want? Plötzlich hat kein Bock anscheinend. Denn schon mal? Weiß ich nicht, aber eine Runde Gwent reicht jetzt erstmal. Ich glaube, ich mache eine Schnellreise zu dem Anwesen von dem Eramas. Ist ja doch ein Stückchen. Jetzt kann ich mit den Artefakten das Portal aktivieren. Ich habe jetzt mal alle gekauft, da wird dann schon das Richtige dabei gewesen sein. Und dann lernen wir mehr über die hohe Kunst der Käsezauberei. Ah, jetzt aber. Okay, dann mal los. Reeks in here. Ja, wonach stinkt's wohl? Oh krass, was ist denn hier los? Ripe cheese. Seems Eramas was a Tyromancer. Oh, sieht das cool aus. Finde eine Möglichkeit, die Tyromantie-Räume zu durchqueren. Okay. Machen wir erstmal ein bisschen Licht. Aua, was... Da stinkt's ganz fürchterlich. Machen wir hier auch nochmal Licht. Gut. Muss ich wahrscheinlich korrekt an den einzelnen Käsestücken vorbei. Speichern wir mal. Überall da, wo kein Nebel ist vielleicht. Da zeigen die diese Bodenteile. Oh, hier. What did he make this cheese out of? Necker milk? Need to be careful.
Okay. Muss, glaube ich, in diesen Nebenraum irgendwie reinkommen. Oder ich muss einfach hier hochklettern. Geht natürlich auch. My trial of the cheeses. Vesemir will get a kick out of this when I tell him. Not sure this can get any worse. Portal, glaube ich. Genau. Finde einen Weg durch die überflutete Kammer. Ja, wahrscheinlich schwimmen, oder? Oder tauchen? Mal hier raufklettern, Garrett, bitte. Schafft er nicht. Hier vielleicht. Schafft er es jetzt ernsthaft nicht aus dem Wasser raus? Was ist denn das? Pilze, die habe ich ja schon sehr oft gebraucht. Gotta share this discovery with Lambert. Foglets are immune to the smell of old cheese. Ach Gott. Ein Liebling, hey. Oh. Was haben wir hier? Eine Bullenfigur und die Notizen von Eramas. Die Vision stabilisierte sich und ich sah, man höre und staune, wie durch einen Nebel im Mondlicht die vier Prinzen, ein jeder gerüstet und zu Pferde. Wie Nebel das Pferd des ersten, wie Schwefel das des zweiten, schwarz wie der Abgrund das des dritten, das des vierten jedoch ein Pony. Und dann schaute ich in einen klaren Springquell, doch tranken die Prinzen nicht davon, denn dies war verboten. Darauf flog ein Paradiesvogel rot und golden über sie hinweg. Und er hält den Ast eines Baums, und der Baum hatte Äste und Zweige, 1400 an der Zahl. Zehrt von der Quelle, sagte der Vogel, doch sie zeigten auf der Sonne blutige Tränen und zehrten nicht. Da erschien eine reine Jungfrau mit entblößten kleinen Brüsten, rot und fest wie reife Lindenbeeren. Dann hatte meine Nase sich an das Aroma gewöhnt und die Vision verging. Morgen werde ich versuchen, die reife Probe von Genomy-Wort zu entsiegeln. Angeblich hat sie ein feines, tiefes Aroma mit leicht nussigem Nachhall nun. Wir werden sehen. Ah, ja.
Klingt nach einer. Something here. Where's that artifact Kira gave me? Sehr interessanten Käsesorte. Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist denn das Artefakt? Die magische Lampe war das, oder? Oder war das diese... Nee. Oder war das dieses Monokel? Die magische Lampe war ja von den Geistern. Vielleicht nehme ich doch mal wieder eine Fackel, weil mit der Katze, das ist alles irgendwie so mittelgeil. Sattel. Neues Portal. Some kind of vault. I should look around. Das sieht doch mal recht spannend aus. Jetzt wollte ich gerade. Gotta find a way to turn it off. Gerade die Folge beenden, aber wisst ihr was, das machen wir jetzt. Someone placed an illusion here. Das war nicht ganz richtig. Nimm doch die Fackel, du Spinner. Man die nicht mit Art? Was ist das für ein Symbol? Ah ne, mit Igni. Das war's dann mit der Barriere. Eine Schlangenfigur. Und was gibt's hier? If this sword is as deadly as Aramis's Jesus, it's worth taking. Maybe I'll name it the Emmentaler. Ach ja, wunderbar. Schauen wir uns doch gleich mal an, was der Emmentaler so kann. Ah ja, naja. Ein sehr, sehr gutes Feuerschwert. Ist ja schon ein bisschen cool, wenn ich das noch ein bisschen pimpe, dann das ist eine echt gute Stahlwaffe. Was macht denn meine gerade so? Vielleicht steige ich einfach mal um von der. Zeichenintensität, Humanoide. Ja, okay, es ist schon nicht so schlecht. Chance auf Einfrieren, Angriffskraft. Aber da baue ich mir jetzt einfach mein Feuerschwert. Wir haben es ja. Wenn ich schon die große Käsequest mache. Habe ich nicht auch noch so Chance auf Verbrennen? Bauen wir da auch noch rein. Bisschen mehr Zeichenintensität. Ich verbrauche leider gerade meine ganzen großen Steine, aber die kann ich auch irgendwie wieder bauen mal. Bluten, betäuben, Adrenalin gewinnen, vergiften, taumeln. Rüstungsdurchbohrung kann auch nicht schaden, oder? So. Das ultimative Feuerschwert. Achso, jetzt bin ich hier wieder. Komme ich da nicht irgendwie woanders mal raus? Oder ist das da
offizielle Ausgang. Normal gibt es auch immer so Abkürzungen dann irgendwo raus. Musst du jetzt nicht durch die ganze Höhle raus backtracken, oder? Das wäre ja ein bisschen nervig. Aber... ah, hier ist was. Da sind wir wieder auf seinem Anwesen. Das war doch finally. Das war doch eine lustige Quest. Gut, wie machen wir weiter? Wir wollten ja in Zentralwelle noch ein paar Monsteraufgaben machen. Jetzt gehe ich nur noch mal kurz durch, was sonst noch offen war. Was ist denn hier auf der Karte noch? Also mit Roach konnte ich nicht spielen. Das war ein bisschen blöd. Ich könnte die drei Fragezeichen hier noch schnell machen. Ich glaube, die mache ich jetzt kurz in der nächsten Folge noch. Dann ist nämlich diese Gegend hier gecleared. Sonst haben wir hier auch alles schon entdeckt. Und dann haben wir hier nur noch skellige Quests. Wunderbar. Das heißt, wir haben dann nur noch die Schatzsuchen und Hexeraufträge. Ich wollte ja die Katzenschulenausrüstung Teil 2 mal machen. Da ist aber was hier in der Gegend. Hier in Ochsenfurt. Und da ist was. Da komme ich dann sozusagen eh vorbei. Und hier komme ich auch noch vorbei. Dann markiere ich mir das jetzt erstmal. Und hier gibt es dann auch noch ein paar Monsteraufträge. Oder war das hier unten? Irgendwo in Zentralwellen gibt es auf jeden Fall noch einige Monster zu erlegen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.